Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, diesmal mit Aufnahme. Überfall auf die Vorräte. Wie das manchmal so ist, ja, habe ich dann mit mir selbst Gespräche geführt. Ich dachte, ich nehme auf, aber ich habe nicht aufgenommen. Hier kann ich auch gleich zwar sagen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Diese Schlacht, wir kriegen nur Kavallerieeinheiten, unsere hier bleiben zu Hause. Und genießen die Freizeit. Wir kriegen Kavallerieeinheiten. Zwei, drei Stück. Und sollen schnell einen Posten einnehmen. Wenn wir diesen Posten eingenommen haben, kommt dann halt, ja, von oben und unten. Von unten kommt nicht so viel. Es war eine Kanone und zwei Plänkleinheiten. Von oben kommen aber mehr Einheiten. Und wir sollen standhalten, bis die Zeit abgelaufen ist. Ich habe es absolut nicht hingekriegt. Und ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt hinkriegen werde. Aber versuchen wir es trotzdem. So, wir haben das Versorgungslager unbemerkt von Stuarts Kavallerie erreicht. Der ist weiter vor. Er ist ja noch gar nicht da, der kommt später, nämlich der Stuart. Das sind unsere Einheiten, die wir jetzt haben. Ne? Eine kleine Division, zwei Kavallerieeinheiten und ja. Die nächsten Kavallerieeinheiten kommen von hier. Und bringen uns aber auch nicht so richtig weiter, finde ich. So, ja, es wäre ratsam, ja, die sagen uns hier gerade, es wäre ratsam, ich mache Pause, wenn wir hier in den Gebäuden sind, ja, dass die Kavallerie von den Pferden absteigt und dort verteidigt. Ich habe hier echt noch, also ich, kurz gesagt, hier sind Einheiten, ich glaube zwei, drei Plänkler-Einheiten, hier Plänkler und 1000, 2000 Mann. Hier sind nochmal 2000 Mann. Hier war, glaube ich, auch noch irgendwas Kanonen und whatever. Sobald wir diesen Punkt eingenommen haben, habe ich mich das Gefühl gehabt, kommt Stuart mit seinen Leuten. Weil wir haben ja keinen Timer. Das heißt, wir müssen irgendwie... Ja... Irgendwie die Leute raushebeln. Was meine Idee auch war, hier die unteren Punkte einzunehmen. Vielleicht, aber es kommen so viele Einheiten. Wir kriegen keine Verstärkung. Das ist total fuck, ist das. Ich habe da hier noch keine Lösung gefunden für dieses Problem. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde hier auch zu keiner Lösung kommen. Leider. Was ich jetzt mal versuche. Wir haben hier drei Kavallerieeinheiten. Ich weiß ja, wo der Feind ist. Ich weiß es ja. Ich werde es versuchen, diesen Trupp hier, den werde ich hier hinpacken. Damit wir diese zwei damit diese beiden, diese zwei oder drei Plänkler-Einheiten, damit wir die überrennen, dann haben wir die hier weg. Dann kriegen wir hier zwei Einheiten. Eine lasse ich von hier anrücken und die andere von hier durch den Wald. Dass wir die hier platt machen. Dass wir das hier noch nicht einnehmen. Wir müssen die nur platt machen. Die töten. Damit wir später die nicht im Nacken haben. Es kommt später hier zwar eine Einheit an, aber es ist nicht so viel. Dass ich die Kanonen, wir kriegen noch eine zweite, die im Wald packe. Die ich nach da schießt vielleicht. Vielleicht reicht das ja. Und dann vielleicht eine Einheit zurückhalte. Wir werden es einfach mal testen. Was ich letztes Mal gemacht habe, ist, ich habe erstmal überall erkundet quasi, ne? Ich habe von diesen Einheiten eine hier rüber, darum weiß ich, wo was steht. Ne? Hier in dem Wald, da in dem Wald. Und dann habe ich versucht, mit meinen Einheiten, die jetzt kommen, hier einmal rum. Hier ist wenig bewacht, kaum bewacht eigentlich. Und habe hier alles platt gemacht. Das Problem ist, ich habe dann diese Flagge eingenommen. Habe hier Feinde gehabt und von dort. Und dann war ich, ja, das war ein blutiges Sandwich, sage ich mal. Und wir müssen irgendwie dieses blutige Sandwich verhindern. Oder vielleicht so verhindern, dass wir da diesen Punkt haben, quasi, die anrücken lassen, dass wir diese Position hier haben, den Wald, die Gebäude und die hier. Und die rücken an und wir lassen die so nach und nach sterben und im letzten Moment schicken wir die Kavallerie nochmal raus, die dann vielleicht nochmal diesen Punkt da einnimmt. Das wäre vielleicht nochmal eine Überlegung. Ich will auch nur die Kanone da haben, erstmal.
Ich habe echt noch kein Mittel gefunden, wie wir die da platt kriegen. Und mir ist keine bessere Idee bisher eingefallen, sage ich mal ganz ehrlich. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich die Mission nicht schaffe, kriege ich minus 10 Ruhm. Und wenn wir die Mission schaffen, kriegen wir, glaube ich, eh nur 2000 Soldaten oder so dazu. Ist nicht viel. Weiß nicht, die Kavallerie ist mir in dem Spiel immer noch zu schwach oder ich spiele sie falsch. Also, das haut mich hier nicht um. Ich spiele jetzt gerade nur auf Zeit, weil wir brauchen unsere Verstärkung. Und das Spiel hat uns doch geraten, erst dann anzugreifen, quasi wenn die Verstärkung mit dabei ist. Was wir aber machen können, wir können die ein bisschen aufteilen. Dass die Jäger von allen Seiten ein bisschen Ärger kriegen. Lenkler. Auf wen schießen sie? Auf die Kanone. Das finde ich jetzt nicht so toll. Na komm, geh weiter. Ich finde die Position da gut. Hier habe ich das Gefühl, dass er unterm Hügel ist. Lieber auf dem Hügel. Und der muss dann in die Mitte, denn da muss die Leute mobilisieren, ne? Motivieren. Lecker schwarzer Kaffee. Gut, der ist getarnt. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch getarnt. Das war's mit der Tarnung. Zurück! Ach komm, die holen wir uns jetzt, die Schweine. Zweite Division rückt an. Ich will nur die Jäger nicht haben, also in dem Rücken. Dass wir hier von da kommen. Warte mal, Pause. Da die hier anrücken, ich will ja quasi hier diesen Teil nehmen. Das heißt, von vorne muss ich angreifen und von hinten. Die rücken ja erstmal schön dahin. Attacke. Bitte euch. Ah, haben wir sie verdrängt. Zurück. Ah, da sind auch noch welche. Ich will mir den Punkt nicht einnehmen. Ich will diesen Punkt nicht einnehmen. Oh. Kanonen. Kanone bitte hierhin. Kanone dahin. So, vielleicht reichen ja die Kavallerieeinheiten, die wir hier haben. Ihr könnt hier rüber. Oder hier in den Wald schon mal rein, ist noch besser. Ne, ihr braucht gar nicht mehr so weit. Ihr könnt schon hier hin. Vielleicht reicht das ja schon. Wir dürfen nur, müssen aufpassen, dass wir das verdammte Versorgungslager nicht einnehmen. Hier, das war's. Du kannst schießen. Los! Kannst auch da... Nahkampf! Attacke! Oh. Da sind sie wieder, die Schweine. Holt sie euch. Attacke!
das ist eine Falle gewesen. Zurück. Nicht den Punkt einnehmen. Zurück. Zurück. Jetzt läuft er. So. Ich hoffe, die rennen noch nach Hause. Ich ziehe sie jetzt da mal ab. Runter vom Pferd. Hier, komm da mal hin. Du auch nochmal runter vom Pferd. Wir kriegen ja nicht mehr Einheiten, das war's ja. Her. Attacke! Ah, jetzt werden die flankiert. Das ist ja doof. Idioten. Gehen wir mit der Kavallerie da rum. Ich glaube, eine Kavallerie oder zwei lassen wir mal da zurück. Du, jetzt mal darüber. Mit diesen Positionen da halten. Kanonen. Feuer. Hier, ihr beiden, nach vorne, weiter nach Norden. Na los, wo bleibt ihr denn da vorne? Hoch da! Ach, das sind doch welche. Die habe ich voll übersehen da. Kommt mal weg, kommt da weg. Dass wir da die Kanonen wegkriegen, wisst ihr? Das Skirmish hat aufgegeben. Da kommen wir in den Wald. Hin, Mensch. Weg mit den Kanonen. Vielleicht nerven sie uns dann später nicht mehr. Na los, holt sie euch da, verdammt. Zurück. Die holen wir uns. Da. Super, sind sie da?
Die haben sich die Leute wiedergeholt. Weil ihr zu langsam seid, verdammt. Ah, irgendwer wurde verwundet. Oh, zurück, 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 zurück. Feuer. Ich wollte erstmal nur die Kanonen zerstören. Hallo, Kinder. Da hinten brauchen wir Unterstützung, verdammt. Na, jetzt laufen die. Der ist alleine. Gut, den Punkt, den wir da haben wollten, der ist erstmal weg. Ich kann sie zwar so nach und nach ein bisschen zerfleischen, aber es bringt mir hier nichts. Wir haben keine Chance gegen die irgendwie. Los, metzel sie nieder. Oh, schon wieder flankiert. Das ist eine scheiß Stelle da hinten. Holt sie euch da. Das war's. Gut. Oh, da haben Leute von mir aufgegeben. Los, weg mit den Kanonen da. Jetzt müssen wir nur noch die da hinten da raushebeln. Gut, und wieder in den Wald. Ah, das war's mit. Wir sind schon weitergekommen, als ich. Wir sind, stehen schon besser da als letztes Mal, aber ich habe zu wenig Truppen. Und jetzt kommt er. Das war's. Jetzt kommt Stuart. Tja.
Versuchen wir uns hier die Wälder zu halten. Das war's. Runter mit euch, runter mit euch. Die Kavallerie behalte ich noch. Runter mit euch. Runter mit euch. Hallo, kommt ihr mal? Ich will sie hier in die Falle locken, verdammt. Na, die sind tot. Na los! Mal kurz auf Pause, was ist da hinten los? Ach, da hinten Supply! Oh Mann, ich hab den Supply vergessen. Fuck you, ey. Fuck you. Fuck. Na los, Kanonen! Feuer! Zwei Kavallerieeinheiten lasse ich hinten. Halt. Ja, wir haben absolut, wir sind zu weit weg. Ich wollte hier bleiben. Wir sind zu weit weg. Wir haben den noch 3000 Mann am Leben gelassen. Ja, letztes Mal kamen ja von hier unten welche. Ich überlege gerade, wie wir jetzt da rankommen. Ja, da sehen wir schon 900 verfickte Wichser. Ne, die wagen wir nicht ankommen. Hm. Hier kommt keiner an. Los! Super, super. Ah, ein Wagen kommt da vielleicht noch an. Ja, wir müssen jetzt Gegenangriff machen, so ein bisschen. Ah, da sind sie schon drin. Kanonen, Feuer! Der General muss mit. Ob er fällt oder nicht, ist mir worst.
Kanonen. Ja, die kommen da drauf. Der General. Los. Den Punkt da. Los. Seht, was da noch alles ist. Nimm ihn ein. Los, runter, Jungs, von den Pferden. Nein, ihr müsst da bleiben. Kämpft. Alles rein, was wir haben. Kanonen. Feuer. Ach, das ist nicht das Supply. Kanonen. In 20 Sekunden lang umkämpft. Ah, das wird nichts. Ich beende es jetzt. Sieg! Was? Was? Ich habe jetzt gesagt, wir haben verloren, weil hier 22 Sekunden lang umkämpft, aber es hat funktioniert. geil. Da bin ich jetzt froh, dass ich das andere nicht aufgenommen habe. Ich habe mich da zu Tode geärgert. Also erstmal, dass ich verloren habe und zweitens, dass ich nicht aufgenommen habe. Ja, super. Alter Schwede. Ach, sind, ja, da ja, 2000 Mann. Ist das nicht viel? Wow. Ja gut, 100.000, aber wir haben 5 Rufpunkte. So, da wir mehr, mittlerweile mehr Leute brauchen, gehe ich hier nochmal schön auf Nachschub. Medizin, scheiße. Ah, ich wollte auf Nachschub klicken, habe aber auf Medizin geklickt. Ach komm, übernehmen wir. Was soll's, wir brauchen beides. Naja, und ich brauche sowieso Leute, ne? Also wir sind jetzt hier, der erste Korb ist okay. Obwohl wir noch ein, zwei Einheiten haben, die noch nicht so weit sind. Zweite Korb, ja... Der kriegt gerade nicht mehr, weil der Vorgesetzte verstorben ist. Und beim dritten Korb muss ich dann noch ein bisschen was machen hier. Und dann, wenn wir den dritten haben, können wir das vierte ein bisschen wieder regenerieren. Und vom fünften brauchen wir gar nicht sprechen. Gut, das war echt eine überraschende Wendung. Ich habe eigentlich mit fest, richtig mit einer... Also ich habe echt... Ich hätte gegen mich gewettet. Hätte mal gewettet und ich hätte gesagt, ich verliere. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwie rumreiße. Ne, hätte ich echt nicht gedacht. Gut, ich hoffe, ihr seid genauso überrascht wie ich. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und lasst doch mal gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.